ist schon sehr spannend. Ich kriege gerade zwar gar nicht eingefangen, weil in meiner Ankunft waren auf meinen Sonnenblumen hier vorne, auf denen so viele Vögel, ein riesiger Schwarm, gelber, kleiner Vögel. Hier könnt ihr auch hören, die sind hier gerade überall aktiv. Spannend. Ich konnte leider nicht erkennen, welcher Vogel das war. Da. Ich wollte euch nicht stören. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr dürft da überall beigehen. Also die Natur macht sich hier richtig breit. Ohne mein Dasein, ohne dass irgendwer stört. Ja, ich wollte euch einmal so ein bisschen auf Stand bringen, wie es bei mir aussieht. Sowohl in diesem Garten als auch ja, dem geistigen Garten und auch der Seele etc. pp. Alles, was da so los ist. Das war klar eine Meise, aber das war auch ein anderer Vogel. Ja. Ich war das letzte Mal hier, als ich das letzte Video gedreht habe mit euch. 2 Wochen oder so, ich weiß es nicht. Das überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, wann das war. Ich habe hier auf jeden Fall Tomaten liegen. Da sind reife Tomaten, die aufplatzen, überreif. Wir können ja mal vorsichtig hier lang gehen. Nee, hier nicht. Der Weg ist zu versperrt. Also was mich richtig schön anspricht gerade, ist richtig dieses alles Verwilderte, so richtig schön. Die Wege könnte ich ein bisschen freier haben, aber ansonsten auch die Beete da, wo es nicht hin soll. Aber hier, ich bin zwar noch mit dem Schatten im Weg, drehe mich mal. Ich mache mega schön die Ecke. Hier ist das Dach jetzt mittlerweile komplett runtergekommen. Hier nur noch über Tomaten. Und ich bin so weit weg von einer regelmäßig guten Ernährung der Zeit. Kämpfe ganz massiv mit meiner Essstörung. Das passiert immer, wenn mein Herz zu viel auferlegt bekommen hat, meine Seele. Dann äußert sich das da und das ist auch immer eine sehr kostspielige Geschichte. Ja, meine Verdauung ist versaut. Ich kämpfe da derzeit jeden Tag aufs Neue. Ich habe noch keinen Durchbruch geschafft, da wieder auf einen geraden Zweig zu kommen. Es ist schwierig zu beschreiben, wie das ist für mich. Ich weiß mit diesen Thematiken bin ich nicht allein, aber ich habe noch niemanden getroffen, der so 1:1 das hat, was ich da so kenne von mir. Also entweder ich esse gar nichts oder ich stopfe Süßigkeiten und Fastfood in mich rein. Die 2 Varianten gibt es bei mir. Und ja, manchmal kann ich dann froh sein, wenn ich was reinkriege. Und da gehört auch das Wassertrinken zu, ganz normal. Jetzt fährt Zent mal kurz einen Zug vorbei. Ja, also ich muss glaube ich nicht erwähnen, das ist natürlich meine ganzen Ernten, das ist für mich ausgefallen. Ich habe den Bezug zur Natur auf der Ebene verloren, zu Gemüseanbau. Dieses Ganze, was ich sonst auch hier über meine Videos fließen lasse, ist gänzlich blockiert. Ich fühle das nicht, ich komme da nicht ran. Ich kann mich nicht überwinden, meine eigenen Sachen aus dem Garten zu essen. Obwohl ich natürlich weiß, wie es besser wäre. Das ist halt kompliziert zu erklären.
Traurig macht mich das schon, dass meine Ernte hier rumhängt. Ich meine, bis zum Ausfall ist das echt richtig gut gelaufen. Ja, kleinere Ausfälle gab es ja dieses Jahr, auch wenn das Rieseneinschläge waren, aber die habe ich soweit immer überwunden, dass ich das hier rüber kompensiert habe. Und für mich bedeutet der Garten Heilung. Ein massiver Teil ist jetzt seit, ich weiß gerade noch nicht mal mehr, wann das alles vorgefallen ist. Ich habe da jeglichen Bezug verloren. Ja, mir fehlt ganz kräftig was. Ich kriege bis heute mich nicht auf stabile Füße auf der Ebene, dass es vorangeht und ich hierhin zurückkehren könnte. Auf gewissen Ebenen sehe ich das aber dann doch schon, weil ich natürlich selber für mich immer in die Heilung gehe. An jeder Stelle, wo sich für mich offenbart und wo ich wirklich auch dann den Antrieb habe, das umzusetzen. Boah, sieht das übel aus mit den Tomaten. Ja, ich habe das bei den anderen Besuchen gesehen, dass das vor sich am Hingammeln war. Ich meine, das Wetter war an sich okay. Daran hätte es jetzt nicht gescheitert, nur man muss halt regelmäßig bei den Pflanzen beigehen, sonst gammelt das dann recht schnell weg, so wie man jetzt hier sehen kann. Garten ist an sich schön. Also ich kann mit allem, was ich sehe, an sich vom Gefühlten her leben. Nur diesen Bezug des Selbstversorgen. Also ich mag halt das Rohköstliche. Ich hatte ja auch noch einiges vor mit der Kapuzinerkresse, die ganzen Blüten ernten. Ich habe Physalis verpasst. Ich habe so viel verpasst, wobei Physalis hat sich hier richtig breit gemacht. Das ist hier alles Physalis. Und da hängen auch jede Menge. Oh, da unten könnte ich sogar Glück haben. Boah, das wäre jetzt mal ein Highlight, was ich gebrauchen könnte. Physalis würde ich reinkriegen. Da unten ist doch was. Das wäre ein Highlight. Das sind so kleine Türöffner. Ups. Oh. Habe ich schon geöffnet aus Versehen. Kaputt gemacht. Na gut, die esse ich jetzt. Wow. Highlight. Und die super. Kann auch ein bisschen Süße vertragen, ne? Ansonsten. Wow, das schmeckt ganz anders als alles andere, was ich zu mir nehme. Ja, ich kann euch hier gar nicht so viel mehr zeigen. Ich kann hier nochmal durchlaufen. Die Wege sind überall so ein bisschen, sind die Pflanzen hingekippt. Um solche Sachen habe ich mich ja nochmal gekümmert. Ja, und ich bin jetzt auch nicht jetzt so auf Erntetour oder so. Also das Gras ist auf jeden Fall. Schade, dass ich die Vögel verscheucht habe. Oh, hier hängt alles voll. Die sehen top aus. So, das war es dann jetzt so wo irgendwie erste Mal aus dem Oktober. Weiß nicht, ob ich wie. Ich hab keine Ahnung. Also ich habe nicht gerade die besten Umstände, in denen ich wohne, bin täglich, in denen ich mich irgendwie erholen könnte. So wie mein Körper das bräuchte. Also zu Hause ist derzeit regelmäßig Land unter. Es gab vorgestern Vorfall wieder. Nachbarn begegnet, der mich auch bedroht hat in der Vergangenheit vor Monaten und auch der sonst gezeigt hat, dass er nicht bereit ist, irgendwie Rücksicht zu nehmen. Und ja, deswegen habe ich zu Hause, das ist sehr schwierig da zu wohnen. Ihr wisst das schon seit, weiß nicht, über 10 Jahren oder so geht diese ganze Mist das schon so lange. Das zermürbt mich regelmäßig und ich merke das auch an den Sachen, die ich mit mir rumtrage, die da sind, wo ich dann stehe, auf der Ebene, was ich erlebt habe damit im letzten Jahr und dieses Jahr vor allen Dingen, da bin ich ein bisschen vorangekommen. Auf anderen Ebenen geht das voll zurück.
Also meine Erstörung kriege ich gerade überhaupt nicht in den Griff. Das hat mir auch mein Konto nahezu leer gemacht. Regelmäßig. Vielen Dank an jene, die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich unter der Bürokratie zusammengebrochen bin, regelmäßig und irgendwann auch so weit, dass ich nicht mal mehr Briefe öffnen konnte und auch bestimmte Briefe, vor allen Dingen die vom Amt, dann nicht mal mehr in meiner Wohnung haben konnte. Und das hat mich zerrissen. Ich kann euch das nicht beschreiben, es hat mich zerrissen. Konnte ich nicht mehr, aufgrund dessen, wie es halt gelaufen ist. Und ja, dadurch lief es jetzt so, dass ich von den Stadtwerken was nicht öffnen konnte. Und ich dachte, ich wäre da besser aufgestellt, aber da habe ich jetzt heute dann gelesen, dass ich bis Ende September hätte zahlen müssen, ansonsten wird mir Strom gekündigt. Und weitere Post habe ich noch nicht erhalten, aber ich kann das auch nicht zahlen. Ich habe jetzt noch 30 Euro auf dem Konto, noch 10 irgendwie bei PayPal. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Echt der Oberhammer. Darf dann oh, hier liegt alles voll Tomaten. Darf dann auch bei den Überweisungen mal was echt sehr Nettes nochmal lesen. So, jetzt Ende September kam noch was. Leute, meine Situation ist schwer zu erklären. Das muss man erlebt haben und irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe für den Winter definitiv weniger Hoffnung. Bin da. Ich sehe nichts Gutes. Ich meine, ich bin noch nicht mal hier vorangekommen. Ich bin noch komplett rausgerissen. Das wäre etwas, was ich mir mühsam wieder erarbeiten muss. Und solange zu Hause das alles nicht funktioniert, ist an hier gar nicht zu denken. Das ist so co-abhängig und ich stecke in vielen Dilemmas. Ja, ansonsten. Amt fordere ich bis heute eine behindertengerechte Anbindung, ist mit dem Sozialzentrum Husum bis heute nicht möglich. Da kommt einfach nichts, außer irgendwelche okkulten Briefe, die mir Angst einflößen. Und ich kann von denen wieder keine Post öffnen, es ist einfach verfahren. Und man hat mir nur bis, ich glaube, November, Dezember irgendwie Geld zugesprochen und ich sehe da sehr schwarz, dass ich da irgendwas bewältigt kriege von dem, was sie mir schon wieder fordern von mir. Also ich empfinde das nach wie vor eine Schweinerei und als Behindertendiskriminierung, wie man mit mir hier umgeht und dass man nach wie vor trotz aller Handausreichen nicht auf mich zukommt. Ich habe sie hier in meinen Garten eingeladen, nicht nur einmal. Ja, ich habe darum gebeten, mir doch eine E-Mail zu schreiben, an der ich kennen kann, dass wir mal hier irgendwie zusammen vorangehen. Ich habe viele positive Vorschläge gemacht, die wurden allesamt ignoriert. Und ich finde es einfach eine Schweinerei, wie Menschen mit Menschen umgehen hier in Husum. Und in der Vergangenheit wollte ich auch nicht mehr sein. Also ihr seid definitiv zu weit gegangen. Das ist etwas, über das ich jetzt auch rede. Es ist einfach eine Schweinerei, wie die Leute sich wegducken, mauern und da keiner Verantwortung übernimmt vom Sozialzentrum. So, ich bin nicht mehr alleine, deswegen verkrümel ich mich mal gerade. Ja, okay, Spaziergänger mit Hund. Es gibt Menschen, denen ich hier nicht begegnen möchte. Da kriege ich gleich Puddingbeine. Ja. Also ich versuche die ersten Schritte, dass ich hier ein bisschen was von der Ernte mal mitnehme. Sachen, die sich ein bisschen halten. Ich habe hier noch Zwiebeln liegen und Kartoffeln irgendwo und im Boden. Keine Ahnung, ich muss da erstmal Kraft für finden. Mein Apfelbaum, der hat, seitdem ich hier weg bin, nahezu alle Äpfel abgeworfen. Da ist nicht mehr viel da. Hallo, hallo. Ja, hier habe ich noch Zwiebeln. Da muss ich mal kann sich schon sehen lassen. Das geht schon klar. Das hält sich hier super. Das ist nichts mit los. Die kann ich hier liegen lassen und mir abholen, wenn ich möchte.
Und hier habe ich irgendwie noch Kartoffeln, wenn die mir nicht weggefuttert wurden. Ne, die sehen noch super aus. Okay. Ja, so wäre mein Anfang. So, ich bin ja auch bald gezwungen dazu. Muss gucken, wie ich weiter durchkomme. Hab auch letztes Jahr im Höhepunkt meiner Erfahrung mit Flaschenpfand sammeln gemacht, bis ich von der Polizei angehalten wurde, was man bei mir auch was hinterlassen hat. Das ist eine Schweinerei, dass man in diesen Zeiten für sowas angezählt wird, wenn man in der Not nicht weiter weiß. Aber mit dem Gedanken wieder sammeln zu gehen oder bestimmte Leute anzuhauen, hier sag mal, kann ich euren Flaschenpfand haben? Wird mir bald wahrscheinlich nichts mehr anderes übrig bleiben. Oder, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Vergangenheit Lebensphasen gehabt und manchmal schubst dann das Universum irgendwo hin und dann geht es irgendwie weiter und man erkennt wieder den Reichtum, in dem man lebt. Und ich bin mir dessen leider nicht bewusst, obwohl ich es weiß, dass eigentlich alles da ist. Ich habe es in meinen Videos ja kommuniziert, es ist alles da. Bei mir ist halt mein Teufelskreislauf, meine Essstörung. Das ist die absolute Hölle. Wenn ich seelisch was habe, greift das voll, das macht mich jedes Mal pleite. Regelmäßig. Und die Gründe, die Ursprünge, weil ich nicht in Ruhe gelassen werde, weil man keine Rücksicht nimmt, weil man Menschen wie mir einfach keinen Raum mehr hier einräumt in der Gesellschaft. Behinderungen, die man nicht sieht, werden einfach weggebügelt. Ständig wird rumargumentiert an dir. Du wirst bewertet, du wirst in irgendwelche Schubladen gesteckt und darfst die ganze Scheiße von anderen ausbaden. Das ist einfach... Ich habe wenig Hoffnung. Ich kann es euch ja... Nee, ich sag's lieber nicht, was alles passiert ist. Also ein besseres Morgen wird es geben, das sehe ich. Ich sehe meine Chancen, dazu zu gehören, als sehr gering ein. Das ist für mich einfach eine lebensaushauchende Welt. Und zu Hause wird es immer schlimmer. Immer macht es schlimmer. Es ist wahrhaftig so, dass der Nachbar, der mir gedroht hat, dem ich versucht habe, die Stirn zu bieten, vor 2 Tagen und nur in Notwehr, verbal, mehr mache ich noch nicht mal, macht mit allem, was spielt mit meinem Leben, 2 Parteien, die über mir wohnen. Die spielen mit meinem Leben. Seit vielen Jahren und ich habe da so einen mit und ich habe letztes Jahr schlimme Sachen erlebt, dieses Jahr schlimme Sachen und gerade im Moment fährt das in die Sache, die letztes Jahr im Sommer dann passiert ist, Ostern rum passiert ist, genau, wo es so richtig krass wurde im Haus, oder war es im Sommer, ich krieg's nicht zusammen, da muss ich habe so viel niedergeschrieben, was zum Verarbeiten die ganzen Dramas. Das überfordert mich an dieser Stelle einfach. Man nimmt keine Rücksicht. Ich habe Panikattacken im Bett. Es ist wieder so. Und wenn es schlimm wird mit den, noch schlimmer wird mit den Panikattacken, dann gnade mir Gott, dass also sollte ich nochmal gesundheitlich so tief fallen, wie es in der Vergangenheit war, wegen derer, die mir das alles getan haben, wenn ich merke, jetzt ist es wieder soweit, springe ich vom Balkon. Das kündige ich hiermit an. Niemand hat mir geholfen. Weder Ordnungsamt, noch Wohngesellschaft, noch Amt, noch diese ganzen Menschen, die ich angelaufen bin, haben mir in irgendeiner Art und Weise geholfen, einen Anschluss zu kriegen. Sie haben mich übergangen und diese ganze Rücksichtslosigkeit, diese Eiseskälte in dieser Welt ist einfach nicht anders aushaltbar. Ich bin derzeit stabil, dass ich mir nichts antue, aber sollte ich von meinem Gehirn nochmal Gedächtnisausfall oder so eine Scheiße kriegen, weil alles viel zu extrem war, dann springe ich so viel für... Ich habe da keinen Bock mehr drauf, so zu leben. So einer asozialen Gesellschaft, die einen gleich sozialpsychiatrischen Dienstanhalt schickt. Danke, liebes Sozialzentrum. Statt Verantwortung zu übernehmen, habt ihr mir den sozialpsychiatrischen Dienst an den Hals geschickt. Ihr mauert, habt bis heute keinen Kontakt zu mir aufgenommen, wie es im Menschsein gebührt.
Und ihr könnt nur noch Papier schwarz machen und versuchen, mein Lebenslicht auszuhauchen. Aber ich lasse mich nicht mehr tot machen. Ich schweige nicht mehr. Ich bin jetzt so weit wieder stark, dass ich meinen Mund aufmache. Und ihr seid zu weit gegangen und niemand übernimmt Verantwortung. Niemand bei euch, von denen, die mir das die ganze Scheiße angetan haben, nimmt Verantwortung. Und ich habe euch so lange in Schutz genommen, aber das unfassbar, echt unfassbar ekelhaft. Wie könnt ihr so weit gehen? Das ist eklig. Wie könnt ihr so weit gehen? Wie konntet ihr nur? Hört auf damit, kommt auf mich zu, auf menschlicher Ebene. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich möchte einfach eine behindertengerechte Anbindung, anstatt auf meine Kosten danach noch dieses ganze Traumatische zu verarbeiten, was ich von Monat zu Monat erfahre, dadurch, dass ihr das macht, was ihr mit mir macht. Hört auf, mich zu diskriminieren. Ich habe Schwerbehindertenrechte, dass ich eine behindertengerechte Anbindung kriege. Das fordere ich hiermit mal offiziell ein. Auf bürokratischer Ebene habt ihr mir jeglichen Weg verbaut, da ist Trauma mit behaftet. Ich schaff's nicht, eure Briefe zu öffnen. Ich pack's nicht. Das, was ihr mit mir gemacht habt, da habt ihr mich überfordert. Maximal, trotz allem, worauf ich hingewiesen habe, habt ihr weitergemacht. Ihr habt mit meiner Gesundheit gespielt. Es ist echt eklig, dass ihr so weit gegangen seid. Das ist so eklig. Und ihr helft bis heute nicht. Was eure Pflicht ist, macht ihr nicht. Anstatt irgendwo hinschicken und Hauptsache, wir sind ihn los, ja, irgendwie Pam, ja, sozialpsychiatrischen Dienst bis vor die Haustür. Das war so eklig. Ekelhaft. Ekelhaft. Ihr habt mich verprügelt, ich musste eure Scheiße fressen. Das meine ich sinnbildlich. Und ihr steht bis heute nicht gerade, übernehmt keine Verantwortung über den Scheiß, den ihr mit mir angestellt habt. Und dafür solltet ihr endlich mal umkehren und einen anderen Weg einschlagen, um mir da endlich mal eine Anbindung geben, damit ich da mal behindertengerecht aufgehoben bin bei euch, angebunden. Das könnt ihr. Ihr seid Menschen, denkt mal nach. Hier im Kopf habt ihr ein Gehirn. Ich weiß nicht, was euch steuert, aber mit meinem Leben spielt ihr so lange nicht mehr. Ich werde meinen Mund aufmachen. Ihr habt so viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Auch Sozialarbeiter, diese scheiß Tagesklinik, meine scheiß Therapeutin, den Teil überhaupt nicht gesehen hat und so viel Scheiße gebaut hat. Die ganze Kacke hier im Schrebergarten. Das ist echt eine eklige Gesellschaft, in der wir leben. Und alle, die mich am Leben halten, das sind meine Unterstützer, alle Leute, die da draußen irgendwie sind und ihr Herz noch an der richtigen Stelle haben, anstatt mit Vorverurteilung und dieser ekelhaften Sprache in dieser Welt auf andere Menschen draufzugehen. Auch wenn ich das gerne auf eine gewisse Art auch machen muss, weil mir gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Alles, was ich tue, ist Notwehr, weil auf anderen Ebenen habt ihr mir mit meiner Schwerbehinderung so viel zugesetzt, so viel, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin, überhaupt einen bürokratischen, rechtlichen Weg zu gehen, um mich zu wehren. Und das nutzt ihr aus bis heute. Ihr lasst mich auflaufen und am langen Arm verhungern. Ich hab es so satt, dass ihr das mit mir macht. Übernimmt Verantwortung, bügelt die Sachen gerade und seht zu, dass ich da meine behindertengerechte Anbindung kriege, als dieses menschenunwürdige Verhalten von euch mir gegenüber. Das geht gar nicht. Und somit bin ich raus jetzt. Ich kann nicht mehr. Der Garten. Ihr wisst, was in mir vorgeht. Den Rest habe ich in meinem letzten Video beschrieben. Vielen Dank, tolles Husum. Echt toll, wie ihr mich behandelt habt. Echt, was für ein asozialer Scheißort. Was für ein asozialer Scheißort das hier ist. Over and out, ich bin raus.